Ja, wir empfangen Sie heute hier im Unterlindenmuseum in Colmar in Frankreich, relativ nah an der deutschen Grenze. Und wir sind hier im modernen Anbau des Unterlindenmuseums in der besonderen Ausstellung eines der wichtigsten zeitgenössischen Künstler, Yang Peiming. Ich freue mich sehr, Sie hier zu begrüßen. Gleich werden wir die Kuratorin der Ausstellung, Friederike Göhrig-Hergott, reden hören, präsentieren hören. Ich freue mich, Sie heute mitzunehmen. In 2012 habe ich diese Triptychon gesehen in Nantes und ich war sehr überrascht, weil ich habe dieses Thema von Yang Peiming noch nicht gesehen. Er ist gemalt, also ganz gemalt, bis vom Fuß bis zum Kopf. Und es war, das habe ich noch nie gesehen, wenn er sich selbst selbst malt, malt er nur seinen Kopf und hier erst ganz. Und auch diese Triptychon zeigt ein christliches Thema. Wir sind wie von drei Kreuzigungen. Und das hat mich überrascht. Bei dem wollte ich auch diese Triptychon in dieser Ausstellung zeigen, nähe unseres Neimaraltars.